einen Customer Lifetime Value von 1,4 Millionen Euro in nur 10 Monaten für einen von unseren B2B-Kunden im Bereich Microsoft Enterprise-Lösungen, CRM, in dem Fall in der Vision Dynamics. Und 2020, wie wir das geschafft haben und wie die genauere Kalkulation ist, wenn dich das interessiert, dann bleib dran bei diesem Video. Ja, hier habe ich dir schon was aufgezeichnet, und zwar, um einfach mal eine Rückwärtskalkulation auch zu machen, wie wir in nur 10 Monaten, ja, 1,4 Millionen Euro insgesamt Customer Lifetime Value produziert haben aus reiner telefonischen Neukundengewinnung, sprich Telefonakquise, sprich Kaltakquise, ohne irgendwelche Online-Werbung, ohne irgendwelche Zusätze. Wie haben wir das geschafft? Das scheint jetzt erstmal unmöglich, aber ich werde es jetzt mit dir Schritt für Schritt runterbrechen, und dann sehen wir uns genau, und dann wirst du sehen, wie das genau aufgesetzt ist, so eine Kampagne. Ja? Also, wir haben begonnen, wir haben gesagt, wir fangen an mit 1000 Firmen. Das heißt, 1000 Firmen haben wir schon mal präselektiert, also nicht irgendwelche 1000 Firmen, sondern wir haben uns hingesetzt mit unseren Spezialisten bei Klein Marketing und haben 1000 Firmen herausselektiert, die schon zum Beispiel schon Microsoft-Lösungen im Einsatz hatten, ja, die eine gewisse Größe, aus einer gewissen Branche gestammt haben, wo letztendlich unser Kunde schon Know-how hatte auch. Also Unternehmensgröße, ganz bestimmte Unternehmensgröße, ja, zwischen 50 Millionen Euro Umsatz bis 1 Milliarde Euro Umsatz, ja. Dann die Firmen kamen aus dem Maschinenbau, also produzierende Gewerbe, wo und Händler, wo unser Kunde schon am meisten Erfahrungen hatte. Dann wussten wir, die haben schon in einer anderen Form Microsoft im Einsatz, ja, zum Beispiel das ERP von Microsoft, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, also zu 90% wahrscheinlich, dass sie, wenn sie ein CRM benötigen, wenn sie Bedarf haben in dem Bereich, dann auch das CRM von Microsoft zum Beispiel nehmen. Das gleiche gilt für SAP, das gleiche gilt für Oracle und andere Hersteller. Also wir haben hier bereits nicht nur irgendwelche 1000 Firmen angegangen, das ist einer der größten Fehler überhaupt da draußen von vielen Cold-Calling-Kampagnen, die nicht funktionieren, dass man einfach irgendwelche Firmen raussucht und die einfach blind anruft und da halt Teleagents quasi teilweise nichtsahnend dran setzt, ja. Und dann hat man teilweise nur 1% irgendwie Erfolgsrate. Und hier, wir können schon sagen, wir hatten in den 10 Monaten, hatten wir letztendlich hier 100 Termine aus 1000 Firmen. Das ist immerhin eine Rate von 10%. Ja? Also, jede 10. Firma war ein Termin letztendlich. Ja? Mit anderen Worten, 10 Termine pro Monat. Also der ganze Zeitraum war 10 Termine je Monat. Ja, das, der ganze Zeitraum war, die ganze Kampagne war 10 Monate lang. Ja? Dann hatten wir diese 10 Termine pro Monat. Ja, die sind wir dann sozusagen, die haben wir dann abgearbeitet, diese Termine, immer mit einem Sales-Spezialist. Ja, in der Regel hat es ausgereicht. Ja, wir brauchten da jetzt noch keine Architekten oder irgendwelche Programmierer, Spezialisten oder irgend sowas. Das reicht vollkommen aus, wenn wir diesen ersten Termin mit einem Sales-Spezialisten abarbeiten. Dann aus diesem ersten Termin, diesem Qualifizierungs- oder Vorqualifizierungstermin, haben wir 50 SQLs, also wirklich also Prospects, Interessentenfirmen, die wirklich sämtliche Kriterien erfüllt haben. 50% hier. Also eine Conversion-Rate von 50%. Das bedeutet, wir haben ja hier schon so gute Vorarbeit geleistet und hier schon in dem Termin-Setting schon so gute Vorarbeit geleistet, dass wir letztendlich hier eine 50-prozentige Conversion-Rate, also Umsetzungsrate, Erfolgsrate, wie du es auch mal nennen magst auf Deutsch, erzielen konnten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Desto mehr Arbeit du dir hier ganz vorne reinsteckst, desto besser sind diese ganzen Raten. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die haben Erfolgsraten von 1% oder sowas. Ja? Das machen wir eben anders, weil wir eben die ganze, sozusagen die ganze Vorarbeit schon auch leisten in der Hinsicht.
wie in diesem Beispiel hier gezeigt, dann die Erfolgsrate oder die Conversion-Rate von 50 SQLs zu Neukunden, da hatten wir dann nochmal ungefähr 5%, ja, also von 50 auf 100 sind ungefähr 5%. Das ist sozusagen schon eine sehr, sehr gute Rate, ja. Und jetzt interessiert uns natürlich, nachdem wir nach 10 Monaten, also quasi einen Neukunden pro Monat gewinnen konnten, für unseren Kunden, für diesen Microsoft Dynamics Spezialisten, interessiert uns natürlich, okay, wie kommen wir jetzt auf diese Zahl? 1,4 Millionen Euro. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Wie rechnen wir das rückwärts? Dann müssen wir natürlich hier die Rechnung aufgeben, okay, was ist uns ein durchschnittlicher Kunde wert oder was ist der durchschnittliche Kundenwert? Ganz, ganz wichtige Rechnung. Und desto präziser du das definieren kannst, desto besser kannst du natürlich vorne investieren. Ja? Desto selbstsicherer kannst du davon ausgehen, dass das Ganze ein Erfolg ist. Lizenz haben wir gesagt, ein Kunde ist durchschnittlich in dem Mid-Market-Segment 1200 Euro Lizenzen wert. Und wir halten pro Monat, wir halten den Kunden in der Regel durchschnittlich 7 Jahre. Ja? Wenn wir das jetzt so hochrechnen, dann sind das also 14.400 Euro im Jahr mal 7 sind summa summarum 90.000 Euro. Dann haben wir gesagt, okay, Projektkosten können auch noch dazu, das heißt konfigurieren, anpassen, programmieren und so weiter. Das wird manchmal hängt sehr stark vom Einzelfall ab, aber hier sagen wir mal durchschnittlich 50.000 Euro pro Projekt. Dann haben wir das sozusagen akkumuliert, ja, auf diese 10 Neukunden und sind insgesamt auf einem Zeitraum von 7 Jahren, was wir die Lizenzkosten betrifft und die 50.000 Euro einmalig. Hängt immer ein bisschen davon ab, ob wir jetzt die Kampagne sozusagen für einen Hersteller direkt machen, dann wird meistens von den 50.000 Euro, kommt dann meistens dem Integrator zugute, oder wenn wir für einen Integrator die Kampagne machen, dann kriegt halt der Integrator diese 50.000 Euro Projekt Manntage halt gut geschrieben und dafür nur einen gewissen Anteil, meistens so 20-25% von den Lizenzkosten. Ja? Also es ist jetzt so eine Mischkalkulation letztendlich, damit es möglichst für viele meiner Zuschauer hier auf YouTube ein Sinn, also quasi von Relevanz ist. Je nachdem möchten wir natürlich hier nur ein Beispiel geben, was wir hier 2020 eben geleistet haben. Und wenn du jetzt sagst, du fühlst dich angesprochen, okay, wir sind jetzt auch ein Dienstleister, IT-Dienstleister, Spezialist, you name it da draußen. Und es muss jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Microsoft sein oder CRM oder sowas, sondern es kann auch SAP, Oracle, Adobe, CMS, DAM, DMS, eShop, also Commerce, Service Cloud, Marketing Cloud, you name it. Eins von diesen Dingen, wo wir eben auch spezialisiert drauf sind. Wenn du das eben herausfinden möchtest, ob und wie wir dir helfen können, dann findest du irgendwo einen Link. Trag dich einfach rein, Viertelstunde, 30 Minuten. Bieten wir an, kostenloses Strategiegespräch, in der Regel mit mir persönlich. Und da werden wir sehr schnell herausfinden, da habe ich eine Checkliste, die ich mit dir durchgehen werde, wenn wir sehr schnell herausfinden, ob wir beide zusammenkommen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns auf der anderen Seite wiedersehen. Dein Thomas Klein, Happy Hunting. Bye, bye.